apfelnet.de und wir sind hier bei der Smartbook AG gelandet. Wir kennen den Namen allerdings aus einem anderen Zusammenhang. Hier haben wir das Smartbook-Logo, das ist das neue CULV-Notebook von diesen Leuten. Unter der Haube ein CULV-Prozessor von Intel, 2 GB RAM, 250 GB Platte, ein 3G-SIM-Slot ist vorhanden und natürlich gibt es auch WLAN. Wie man sieht, entspricht das Gerät mal so gar nicht den Pressebildern, die vorher ausgegeben wurden, denn da hinten war da kein rundes Element mit einem leuchtenden Power-Button zu sehen. Von der Seite sehen wir einen Stromanschluss bzw. zwei USB-Ports, einen Ethernet-Port, VGA-Ausgang und das war's dann. Hintenrum ist nichts los und auf der rechten Seite geht's weiter mit dem Stromanschluss. Das auf der anderen Seite war dann wohl doch nicht der Stromanschluss. Kensington-Lock, Lüfterausgänge, der Schalter zum Ein- und Ausschalten ist UTS, HDMI-Ausgang, ein USB-Port, ein Kartenleser und zwei Audioanschlüsse. Das Display ist glossy, das Chiclet-Keyboard sieht eigentlich ganz gut aus, anfassen können wir es leider nicht, denn die Kiste steht unter Glas. Und hier vorne geht es dann weiter, drei LEDs, in der Mitte ein ziemlich großes Trackpad, zwei getrennte Mausbuttons, in der Mitte wieder ein Fingerprint-Reader und das war's eigentlich. So sehen also China-Geräte aus, wenn man sie rüberholt und schick macht. Bis dann.